Und jetzt willkommen zurück zu Witcher 3, wo bestimmt niemand von euch damit gerechnet hat, dass ich diese Aufnahme in Kaer Morhen beginne. Mir sind aber hier zwei Sachen sind mir irgendwie entgangen, die ich eigentlich zeigen wollte, aber dann irgendwie, als wir hier waren, komplett vergessen habe im ganzen Chaos zu... Aber wir müssen Dinge für Yennefer tun, wir müssen das tun, wir müssen das tun, wir müssen das tun, oh nein, wir müssen Ciri holen. Ja, deswegen habe ich zwei Sachen nicht vergessen. Erstmal gibt es hier ein interessantes Schriftstück. Das Monstrum, als da ist, eine Beschreibung des Hexers. Denn wo bekannt ist, dass ein Hexer, der Schmerzen, Leid und Tod bewirkt, jene Art von Lust und Entzückung empfindet, die der Rechtschaffene nur bei der Erfüllung seiner ehelichen Pflichten verspürt. Ibidem cum eculatio. Okay, das übersetze ich nicht, es ist etwas Schmutziges. Joch sagt präzise, dass der Hexer im Wesensgrunde ein Stern der Natur ist, eine amoralische, abscheuliche Entartung, geboren aus den finsteren und tiefsten Tiefen der Hölle. Der Wirtschaftler selbst kann aus Leid und Marter Lust gewinnen. Notiz am Rand, das Buch ist ein Schlüssel, die Minen bei Kaer Morhen. Es wird beschrieben, wie man eine Passage in der Mine öffnet. Vielleicht sollte ich mich da unten mal umsehen. So. Können wir nochmal irgendwann in die Mine gehen und was machen? Das war eigentlich nicht, warum ich hier bin. Das hätte ich so als interessante Nebenaufgabe vielleicht auch später noch abgehandelt. Der eigentliche Grund, warum ich nochmal hergekommen bin, warum ich das jetzt machen wollte, bevor wir weiter mit der Handlung fortschreiten, ist ein etwas anderer. Nämlich hier auf der rechten Seite gibt es ein interessantes Detail. Wenn wir uns diese Ecke mal genauer anschauen, dann sieht das hier sehr nach einem Bett aus. Vielleicht nach dem Bett, das Yennefer aus dem Fenster geworfen hat, weil es sie zu sehr an Triss erinnert hat und Geralt. Untersuchen wir das mal. Triss Owing. Nur gut, dass ich ihn gefunden habe. Ich werde ihn Triss bringen. Hier liegt nämlich noch ein Ohrring von Triss herum. Den wollte ich hier gerne noch bringen. So, gut, deswegen waren wir hier. Dann würde ich jetzt aber auch direkt weiter aufbrechen zum... wieder zurück nach Skellige. Wie dem sehr aufmerksamen Beobachter aufgefallen ist, habe ich auch schon unsere Waffen und Rüstung verbessert auf die meisterliche Stufe. Besonders groß sind die optischen Unterschiede tatsächlich nicht. Man muss schon so auf ganz kleine Details achten, damit man das sieht. Aber sie sind auf jeden Fall effizienter, als was wir vorher hatten. Und letztlich ist das, was für mich zählt, in erster Linie. Hauptsache, sie sind gut. So. Okay, dann wollen wir wieder gehen, Plötze. Jetzt sind wir extra hergegangen, um so einen dämlichen Ohrring für Triss zu holen. Ja. Dann jetzt wieder das Gelege. Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Das ist eine gute Zusammenfassung von unseren aktuellen Plänen. Mal schauen, wie lange der Plan den Feindkontakt überlebt, bis wir den Plan revidieren müssen. Und dann irgendwann das totale Chaos ausbricht, aber noch sind wir bei Phase 1, wir haben einen Plan. Oh, schlatt schneller, Mann. So, es ist mitten in der Nacht, ich glaube wir machen mal eben, meditieren mal eben bis zum Morgen. Dann habe ich auch meinen ganzen Alkohol wieder aufgefüllt und alles. So. So, wo ist denn wohl Triska, oder? War schon besser als meine Katze geheult hat. Ist das langweilig? Ja, ja. Schon gut. Das bezweifle ich nicht. Und warum seid ihr hingegangen? Ihr hättet mich doch auch fragen können. Damit du uns alles über deine Experimente mit dem Gen des älteren Blutes verrätst? Wohl kaum. Ich habe nichts verheimlicht, was uns im Kampf gegen Eredin nützen könnte. Und was das ältere Blut betrifft, ihr wisst alle, dass Ciri außergewöhnlich ist. Der Unterschied ist nur, dass mir klar ist, wie sehr. Vielleicht bist du ja nur von ihr besessen? Wer? Ich? Triss? Ja, Geralt? Dein Ohrring, nicht wahr? Zeig mal. Ja, vor Jahren verloren.
Wo hast du ihn gefunden? Kaer Morhen. In einem Bett. Du weißt, in welchem. Ah, ja, die guten alten Zeiten. Hab ich dir gesagt, dass du schön bist, wenn du rot wirst? Damals, wie ich sagte, gute alte Zeiten. Meine Lieblingsohrringe. Jetzt habe ich beide wieder und kann sie tragen. Danke, Geralt. Jo, bis später. Bis dann, Triss. So. Wollen wir mit irgendjemandem reden? Mit Frink Giller haben wir noch nicht geredet, seit sie wieder hier ist. Vielleicht können wir das nochmal eben kurz nachholen. Weißt du, was mir gerade klar wird? Mit Ausnahme von uns beiden und Ciri hat Geralt mit jeder Frau in diesem Schiff geschlafen. Keine Bange, in deinem Fall ist es nur eine Frage der Zeit. Ja. Und du konntest wirklich nichts machen? Gar nichts? 6 lange Monate nicht? Warum erzählst du mir nicht vom Kaiser? Er hängt ja neuerdings schrecklich an dir. Philippa. Was? Einen Keks? Ja, Geralt? Du siehst gut aus. Für eine gefangene Amhis, meinst du wohl? Er hat überraschende Milde gezeigt. Keine Verhöre, keine Folter. Oder hast du ihm einfach alles gesagt, was er wissen wollte? Wenn ich ihm alles gesagt hätte, würde er mich kaum mehr lebendig brauchen, meinst du nicht? Reden wir nicht davon. Ich und meine Belange waren schon länger nicht mehr deine Sorge. Okay. Bis dann. Zu Rum und Abendbrot. Nun gut, dann wird Arabella reden. Ja, Geralt. Geht es Margarita besser? Ich konnte die Geweberegeneration beschleunigen. Sie fühlt sich viel besser. Wir sollten Eredin so schnell wie möglich herbringen. Sonst steht zu befürchten, dass deine Zauberinnen sich noch zerstreiten. Wenn wir den Sonnenstein einsetzen, wie kommst du darauf, dass Eredin es nicht herausfindet? Ich bezweifle, dass er glaubt, die Elfen der Weißen Flotte hätten plötzlich Sehnsucht nach ihm gekriegt. Wir können das Signal ändern, das der Sonnenstein aussendet. Unwahrscheinlich, dass Eredin den Ursprung erkennt. Das ist nicht das einzige Artefakt, das diese Kraft hat. Es gibt noch mehr? Großartig. Erklärst du mir dann, warum ich wegen diesem hier ganz Skellige auf den Kopf stellen musste? Der Sonnenstein war am einfachsten zu finden, glaub mir. Oh, auf einmal haben wir jede Menge mehr Gesprächsthemen, okay. Wie es aussieht, wird Ciri deine Hilfe bald nicht mehr brauchen. Und deine auch nicht. Stimmt. Sie wird tun, was sie will. Und ich unterstütze sie. Was ist mit dir? Bist du bereit, sie ihr eigenes Leben leben zu lassen? Ich werde sie zu nichts zwingen, wenn das deine Frage ist. Okay. Nette Welt, die ihr in Elida habt. Man könnte sich glatt in sie verlieben. Sag mir, wie macht ihr das? Ihr sitzt da und spielt Flöte, malt brünftige Einhörner in prachtvollen Landschaften, baut reich verzierte Türme. Und dann bringt ihr uns um, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Schuldgefühle. Wie? Fühlt ihr Menschen euch schuldig, wenn ihr Enceide tötet? Oder Zwerge? Oder Dryaden? Ja. Wir sind gleich, weil wir gleichermaßen fest an die Unterlegenheit anderer glauben. Erzähl mir mehr über Garantier. Kennst du ihn gut? Ihn kennen? Ich habe ihn gezüchtet. Du meinst wohl aufgezogen? Nein, Geralt. Ich habe ihn lange vor seiner Geburt geformt. Viele Jahrhunderte habe ich fähige Elfenpaare zusammengeführt, die Zeit und Raum beeinflussen konnten. Er ist das Ergebnis dieser Mühen. Garantier, das goldene Kind. Das goldene Kind, das zu einem Verbrecher wurde. Du hast Ciri eingesperrt, als du sie zum ersten Mal getroffen hast. Jetzt beschützt du sie und bekämpfst deinesgleichen. Ziemliche Kehrtwende. Erstens habe ich sie nicht eingesperrt. Sie hat mich gefunden. Es war ihr Schicksal. Ja, natürlich. Und zweitens, warum hilfst du ihr? Weil sie eine Gefahr ist. Eine tödliche. Du siehst in ihr einen Menschen, einen Schützling, sogar eine Tochter. Ich sehe in ihr das ältere Blut. Eine Kraft, die die Welt zerstören kann, die unter keinen Umständen in Eredins machtgierige Hände fallen darf. Unsere Motive sind verschieden, ja.
Und doch verfolgen wir dasselbe Ziel. Es wäre gut, wenn du mir vertraust. Oder es zumindest versuchst. Ja, wo wir beim Thema Vertrauen sind. Wir waren in deinem Labor. Ihr habt hoffentlich keine Unordnung gemacht. Du hast nicht erwähnt, dass du die beste Informationsquelle der NL-Elfen hinsichtlich Ciris Fähigkeiten warst. Ich habe viele Dinge nicht erwähnt. Zum Glück sind sie nicht mehr wichtig. Deine Experimente mit dem Gen, dem älteren Blut, die sind nicht wichtig? Ich habe die Studien verfolgt, um Ciri zu schützen. Um Lara Dorans Blut zu schützen, durch wessen Adern es auch strömt. Also hast du vielleicht gehofft, Lara selbst kontrollieren zu können, nach all den Jahren? Lara ist tot. Meine einzige Hoffnung ist, dass Ciri ihre Bestimmung erfüllt und überlebt. Nun, von mir aus... Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Jo, dann los. Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt, auf dich haben wir gewartet. Wie lieb von euch. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog War Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Puh, Emir ist aber großzügig mit seinen Ressourcen. Er hat sogar seinen Skellige-Feldzug unterbrochen, um uns zu helfen. Aber nicht aus reiner Freundlichkeit, glaub mir. Er macht es aus dem gleichen Grund wie wir alle. Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten, in sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Oh ja, ich kann ihre Euphorie bezüglich dieses Plans, kann ich ja riechen quasi. Lass mich raten, so hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen, so hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu, viel zu gefährlich. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Cirael hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Cirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Cirael, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Oh ja, das ältere Blut kann feurig sein. Ich schieb auch mal Leute aus dem Weg, das ist nichts Besonderes. Es bringt nichts, Ciri zu sagen, was sie tun soll. Im Gegenteil, ich spreche aus Erfahrung. Am Ende macht sie doch, was sie will. Hoffen wir es. Wie bitte? Nicht wichtig.
Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Okay. Triss, ist alles in Ordnung? Ja, ich wollte nur kurz mit dir reden, bevor es losgeht. Kopf hoch. Die Jagd ist geschwächt. Wir haben... Nein, ich will nichts mehr vom Kampf hören. Halt mich einfach nur fest und sag etwas Nettes. Dieser viele Schnee erinnert mich an Kovir. Und woran denkst du dann? Dass es dort das ganze Jahr so ist. Dunkel und kalt. Und weißt du was? Das stört mich kein bisschen. Nein? Nein, weil die Tage, ja, die mögen vielleicht kurz sein, aber die Nächte, die sind lang. Ich kann's kaum erwarten. Unglaublich. Du hast etwas Romantisches gesagt. Du, Geralt von Riva. Ein Moment der Schwäche. Tja, aber bitte nicht im Kampf, wenn dir etwas zustößt. Ich schaff das. Das sagst du immer. Sie haben mich nicht erwischt. Naja, bis auf das eine Mal. Ach, Geralt, du bist ja so charmant, wenn du versuchst, lustig zu sein. Versuchst? Nimm das zurück. Das war ein guter Witz. Natürlich. Ich liebe dich, weißt du? Willst du, dass ich weine? Ciri würde mich das nie vergessen lassen. Nur zu. Ich liebe dich auch. Okay, dann sollten wir mal losgehen. Scheint, sind wir in einem Nilfgaard-Lager gelandet. Falsche Richtung. Entschuldigung. So. Hab ich schon gedacht, meine Sachen zu reparieren und alles? Ich check die nochmal. Ups, Entschuldigung. Das ist zu viel. Willst du spionieren, oder? Ich... Ich habe alles repariert. Schön. Ich habe auch noch ein bisschen was zu verkaufen, tatsächlich. So. Auf Wiedersehen. Bis dann. Also, Geralt. Bereit? Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt. Mit Vergnügen. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet cirenet. Ada eich blen eidenei. Der Elfenstein hat funktioniert. Sie kommen. Ja, unschwer zu erkennen an dem ganzen Eis.
dein Bestes, Geralt. Na gut. Eis doch. Keine Wurne. Noch läuft alles nach Plan. Das hat nicht lange gedauert, bis der Plan im Eimer war. Mal improvisieren, ne? Mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri! Aus dem Weg! Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Ich sehe schon, wir haben Phase 2 auch hinter uns gelassen. Wir sind jetzt in Phase 3, totale Panik. Oh fuck. Allerdings sind wir in totaler Panik mit einem sehr wütenden Kind des älteren Blutes, das so langsam seine Fähigkeiten entdeckt. Vielleicht reicht das als Improvisation. Noch gespritzt.
Tja, Stab zerstören hat geklappt. Gute Arbeit, Siri. Bleib doch hier, Mann. Fuck, schnell raus, schnell raus, schnell raus! Oberfläche brennt, aber ich glaube, an einer brennenden Oberfläche ist besser als im eiskalten Wasser zu ertrinken. Anscheinend sind mit dem Brennen gar nicht so schlimm hier. Ein Skelle gelangboot.
So, ich glaube, hier ist ein guter Moment, um noch eine kurze Verschnaufpause von der Aufnahme einzulegen. In der nächsten Folge geht es dann gleich weiter mit Phase 3, alles wild durcheinander, und schauen wir, was passiert. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.